Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Ich habe jetzt eine Zeit lang keine Getränkevideos gemacht, weil ich noch ein bisschen am Aussuchen war und auch ein paar. Ich habe auch ein Let's Play gemacht. Guckt einfach mal in meinem Kanal. Ich bin da gerade am Final Fantasy X durchspielen. Wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Wenn nicht, schaut einfach meine anderen Videos. Heute teste ich mal für euch Arizona Tee Mucho Mango. Das ist der Cowboy Cocktail. Ist Pfand. Und auf 100 Milliliter hat es 34 Kilokalorien. Ja. Birnensaft ist drin. Mango Mark ist drin. Ah ja. Warum nicht? Na, ist von der Firma Arizona. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ist hier so ein bisschen zugeschweißt. Ich halte es gerade mal rein, damit ihr das seht. Vielleicht kriegt es auch ein bisschen schärfer. Ja, und Mango. Gut, dann machen wir das ganze Ding mal auf. Jetzt ist aber ein bisschen dunkler. Ah, jetzt ist wieder heller. Ja, nochmal. So, Arizona Mango, Mucho Mango. Jetzt mache ich das einfach mal hier auf. Die Verpackung ist ein bisschen komisch. Na? Naja. Hat mir hier dieses Plastikgefummel. Finde ich nicht gut. Kräftig schütteln. Okay. Riecht total nach Mango, aber auch ein klein bisschen nach Birne. Ja, dann testen wir mal. Prost. Super. Absolut geil. Schmeckt richtig geil nach Mango. Ich muss sagen, Birne schmeckt man nur so am Rande raus. Aber es ist total gut, also das Ding soll ja Mango nach Mango schmecken, wenn schon Mango draufsteht. Und der Mango-Geschmack ist einfach geil. Super. Mango-Fruchtbombe. Na? So würde ich das nennen. Okay. Dann machen wir Bewertung. Sehr gut. Das Teil kriegt von mir eine 2, wobei 1 das allerbeste ist und 10 der letzte Dreck. Geht das von mir eine 2. Das kann man echt gut trinken. Und ja, dann war es das mal wieder. Kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel. Und ja, macht mir Tipps, was ich noch alles testen kann. Oder ihr könnt mir auch mal schreiben, wenn ihr euch diese Let's Plays interessieren, was für Spiele ich durchzocken soll. Ja, ich kommentiere die Spiele natürlich auch auf meine Art. Vielleicht gefällt es euch ja, wenn euch mein Gebabbel stört, könnt ihr ja auf stumm stellen. Geht ja auch. Na? Okay, also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.